Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man jetzt eben gerade so zugehört hat, möchte man meinen, ist ja alles in Ordnung irgendwie im Braunkohlerevier. Aber ganz ehrlich, der Abbau von Braunkohle hat erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Und sonst, Herr Hovenjürgen, sind wir da ein bisschen anderes von Ihnen gewohnt, dass Sie da auch mal mehr den Finger in die Wunde legen, tun Sie hier nicht. Ich bin da sehr enttäuscht. Die Auswirkungen sind, Tausende von Menschen wurden umgesiedelt, wertvolle landwirtschaftliche Flächen gehen verloren. Ebenso geht wertvoller alter Waldbestand und Lebensraum unwiederbringlich verloren. Naturschutzgebiete drohen trockengelegt zu werden, Flüsse fließen in die umgekehrte Richtung, der Grundwasserspiegel wird verändert und damit entstehen Bodensenkungen, die Schäden an Häusern, Straßen und Infrastruktur verursachen. Aber nicht nur während des Abbaus verändert der Braunkohleabbau die ganze Region. Die geplante Befüllung der riesigen Restseen wird bis Ende dieses Jahrhunderts andauern. Auch in Jahrzehnten kann es zu Bodenhebungen kommen. Ganze Bereiche können dauerhaft vernässt werden oder Sumpfgebiete trockenfallen. Unklar ist, wie genau sich der Grundwasserspiegel nach Beendigung der Sumpfungsfragen wieder einstellen wird. Unklar ist auch noch, welche praktischen Herausforderungen durch die Seegestaltung entstehen können. Und anders als Herr Thiel das eben hier sagte, kann man doch wirklich nicht Langzeit- und Ewigkeitsfolgen komplett ausschließen. Es gibt Langzeit- und Ewigkeitsfolgen und die ziehen eben auch erhebliche Kosten nach sich und deren Höhe kann heute niemand beziffern. Und daher ist es genau richtig gewesen, dass eben in einer Konstellation aus Heinrich-Böll-Stiftung und anderen im Sommer vergangenen Jahres eine Studie vorgestellt wurde, um die finanzielle Vorsorge im Braunkohlenbereich in den Blick zu nehmen, die Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellung darzustellen. Schließlich geht es darum, dass wir sicherstellen müssen, dass das Verursacherprinzip hier gilt. Und dann ist es fatal, wenn in der Anhörung zu diesem vorliegenden Antrag Vertreter der Braunkohleindustrie behaupten, es gebe keine Ewigkeitsfolgen oder wie wir das eben gerade gehört hätten. Man hätte alles im Griff, haben wir da gehört, mit allem Erfahrung. Aber die Anhörung hat eigentlich genau das Gegenteil gezeigt. Es gibt keinerlei Erfahrung mit künstlichen Seen dieser Größe und dieser Tiefe. Und deshalb muss mit größter Sorgfalt vorgegangen werden, wenn die Böschung und die Befüllung geplant werden, damit sichergestellt ist, dass die Seen auch genutzt werden. Die größte Unsicherheit besteht darüber, was passiert, wenn der Grundwasserspiegel wieder ansteigt. Daher gilt mein herzlicher Dank auch Minister Remmel dafür, dass er nun mit einem Expertenkreis diesen Aspekt genauer betrachten lässt. Denn bisher ging es nur darum, die Auswirkungen der Sumpfungsmaßnahmen im Blick zu haben, weniger aber das, was danach kommt. Und darüber brauchen wir klare Erkenntnisse. Auch möchte ich unterstreichen, dass wesentliche Punkte und Fragen von uns und auch die berechtigten Fragen des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft und des BUND in der Anhörung nicht ausgeräumt wurden. Zum Beispiel, ich möchte da Dirk Jansen, den Geschäftsführer des BUND, aus dem Protokoll der Anhörung zitieren: Es gibt keine Transparenz in Sachen Kostenschätzung und Rückstellungsberechnung. Es gab Befürchtungen, die die Stadt Mönchengladbach geäußert hat, auf Altlasten sitzen zu bleiben. Es gibt enorme Befürchtungen zur Grundwasserqualität und vieles mehr. Und all diese Bedenken wurden und konnten bei der Anhörung nicht ausgeräumt werden. Und es ist doch eins klar, der Ausstieg aus der Braunkohle, der wird kommen. Die Erneuerbaren werden dann sicher, bezahlbar und umweltfreundlich unsere Energieversorgung übernehmen. Und alle, die das nicht wahrhaben wollen und diese Fragen und die möglichen Folgen immer noch nicht wahrhaben wollen, die tun ehrlich gesagt der Region und den Kommunen in der Region keinen Gefallen. Den Piraten ist zu danken, dass sie mit diesem guten Antrag, er ist von Ihnen gut, bei uns wäre er noch besser geworden, aber gut, den Finger in die Wunde gelegt haben. Die Arbeit ist aber mit diesem Antrag nicht beendet. Sie liegt erst noch vor uns. Es geht in den nächsten Jahren darum, gemeinsam mit Kommunen wie Mönchengladbach ihre Trinkwasserversorgung zu sichern und mit Tagebaurandkommunen ihren Standort auf Dauer zu sichern. Und dann geht es darum, dass wir verhindern müssen, dass die Allgemeinheit auf diesen Kosten sitzen bleibt. Wir nehmen diese Herausforderung an und werden unermüdlich daran arbeiten, dass die Kommunen und die Menschen nicht mit den Folgen des Braunkohlebergbaus alleine gelassen werden. Herzlichen Dank. Applaus